Ich stehe absolut unter Strom gerade. Also ich habe das halbe Fahrerfeld hinter mir. Spannung liegt in der Luft hier beim Rennen von Monaco. Diese Strecke erfordert die volle Konzentration der Fahrer, die sich nicht den geringsten Fehler erlauben dürfen. Hier geht jeder ans absolute Limit. Kein Wunder, dass die Fans dieses Rennen lieben. Ich überlege jetzt einfach quasi noch eine Outlap, also jetzt hier gerade noch ein Zwischending und dann nochmal zu fahren mit einem noch leichteren Auto. Aber das mache ich auch. Da habe ich jetzt Angst, ich bin nämlich hier rausgefahren. Und ich habe gehofft, dass du reinfährst. So, habe die Ehre und grüß Gott auf Monaco, Monte Carlo. Formel 1, weiter geht's. Bisher lief's nicht so geil. Heute auch nicht. Ich bin noch ein bisschen länger in der Box geblieben. Wir sehen schon die anderen mit circa 1,13er Runden. Boah, Junge. Da habe ich nicht gut Platz gemacht, sorry. Mit 1,13er Runden, 1,13,4 Hamilton. Ich weiß, was ich ungefähr fahre und ich weiß, dass ich da nicht rankomme. Und das macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ja, Jan ist gerade auch schon eine Zeit gefahren. Gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja, was heißt gar nicht so schlecht? Ich meine, Platz 7 oder sowas ist... Ja, aber ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also, das Ding ist, bisher lief es ja schon nicht gut, aber da hätte es eigentlich... Okay, Frontflügel kaputt. Da hätte es eigentlich besser laufen müssen. Jetzt weiß ich, dass es nicht gut laufen muss, weil hier in Monaco, das ist einfach schwer. Aber... Es wäre halt wichtig, ne? Das ist halt einfach das große Problem daran, dass es halt unglaublich wichtig wäre. So, ich mache jetzt aber tatsächlich das gleiche wie du. Ich fahre jetzt einfach mal eine schnelle Runde, um eine Zeit zu setzen. Die natürlich nicht schnell sein wird. Und dann baller ich mit geil ERS und weniger Benzin noch eine schnelle direkt hinterher. Tatsächlich haben 19, also alle anderen haben schon eine Zeit gesetzt, du bist jetzt der Letzte. Bin ich quasi Rennpace. Ja, meine Zeit wird auch für Platz 19 nur reichen wahrscheinlich. Nee. Mindestens 18. Und, was war's? 20. Merkst was? Du bist eine halbe Sekunde schlechter als Platz 19. Hä, aber warum? Und wie schlecht bin ich generell im Vergleich zu Hamilton? 3 Sekunden. 3, okay, ja. Nee, ich bin auch da, hallo. Ja, aber... Boah, das war gar nichts jetzt. Bei Autos ist wirklich schon eine leere Strecke. Also wir werden uns nicht begegnen, weil ich jetzt auch nicht super langsam oder so fahre, sondern mir ist Monaco schon ein bisschen wärmer. Ah, da ist... Boah, Frontflügel. Scheiße. Ich weiß tatsächlich nicht, warum ich so extrem schlecht bin, aber ich habe es gemerkt. Ich habe dir ja gesagt, also meine Beste war 1,16,4. Und jetzt war es 1,15,7, was schon echt nicht schlecht ist. Aber ja, es ist jetzt quasi, weiß ich nicht, also ob ich da irgendwie besser fahren kann. Das ist interessant. Ich bin ein Zehntel schlechter im ersten Sektor als du. Ein Zehntel besser im zweiten. Und 1,5 Sekunden oder 6 Sekunden schlechter im dritten. Was? Also der dritte ist bei mir einfach Killer. Und ich weiß nicht warum, aber einmal mega Killer. Ja, das kann eine Ernüchterung werden im Qualifying. Und es ist aber auch natürlich spannend, weil wir spielen ja natürlich eine Zwei-Spieler-Karriere hier. Wenn wir natürlich so weitermachen, fliegen wir vielleicht irgendwann bei McLaren raus und die sagen, jo. Ja, das stimmt. Williams, ne? Neues Team. Ja, jetzt fahren sie alle nochmal raus. Ey, ey, ey. Fuck. Schmeckt ja dann gar nicht. P15 im Grid. Du bist jetzt auf P15. Hab's gerade noch so geschafft, vor denen zu kommen. Ich muss jetzt aufpassen für noch eine weitere Zeit, dass ich wirklich jetzt hier, keine Ahnung, ich darf ja eigentlich auch nicht so lange stehen bleiben, also ich muss jetzt fahren,
Aber das wird jetzt nochmal, oh Gott. Ja, vielleicht genau doch die richtige Lücke erwischt, glaube ich. Tatsächlich. Ja doch. Genau, ich habe die perfekte Lücke gerade so erwischt. Berührung, aber trotzdem noch ja nicht gut dabei, aber zeitlich doch schon. Ja, jetzt kack, 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 ärgere ich mich da drum. Boah, Junge. Das war so eine gute Runde, Jan. Und ich habe einen Fehler gemacht. Sonst wäre ich der King der Könige gewesen, Alter. Das wäre echt geil gewesen. Aber trotzdem, P4, das heißt Q2, ich komme, ey. Anstrengung pur. Also, das war schon eine krasse Runde von mir. Wie gesagt, der eine war echt ein Fail. Aber das kriege ich halt sonst nicht mehr hin. Also, ich zitter einfach am ganzen Körper. Ich kriege das nicht hin. Und das über 33 Runden oder wie viel das geht oder so. Du kannst es vergessen. Also, du kannst es vergessen. Das war so eine Ausnahmerunde von mir. Es hat jetzt einige Zeit gebraucht, Zeitfahren, Training, Qualifying, bis ich diese Runde aufs Brett gebracht habe. Hat es einige Zeit gebraucht. So, immerhin freie Strecke. Aber Reifen auch gleich ab, Alter. Bleibt bitte noch kurz drin, ihr Keks. Vielleicht fährt auch gar keine mehr, wäre auch cool. So, auf geht's. Hobbits. Keinen Schaden, bitte. Jetzt kommen die aus der Box raus. Meine Runde ist nicht gut. Ich muss noch einen hinterher setzen. Kann ich aber nicht. Noch 2 Minuten in dieser Session. Du musst eine gute Runde fahren oder wir scheiden aus dem Qualifying aus. Platz 10. Ich weiß nicht, ob's reicht. Probieren noch einen hinterher. Also, du musst dich schon verbessern. Auf Dauer nicht. Das kann ich aber nicht. Ein bisschen Frontflügelschaden jetzt schon. Ja, das spürt man hier. Ja, das ist die Wand und das ist die Runde gewesen. Bisher 1/10 besser. Der hätte vielleicht was gerissen, aber so natürlich, dass der Frontflügelschaden dann da solche Auswirkungen hat. Scheiße. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Das Ass startet aus der Pole Position und Sergio Perez steht daneben. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Verstappen, Bottas, Lewis Hamilton und Stroll. Tsunoda, Gasly, Fernando Alonso und Esteban Ocon. Michael, Mick Schumacher, Nikita Mazepin und Russell, Giovinazzi, Vettel, Nicolas Latifi und Charles Leclerc. Raikkonen und Carlos Sainz startet aus der letzten Reihe. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Ach, ich flieg eh gleich raus am Start, also egal. Ich auch. Viel Glück auch. Und wir sehen uns in 5 Minuten in Baku, auch. Alter. Ja, genau. Okay, Start schon mal gut, Start schon mal, glaube ich. Wobei, da will vielleicht einer dran. Er dreht mich. Ich wurde gedreht. Perfekt. Ich wurde eiskalt in den Hintern. Ich bin Platz 20. Hat ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Mein Heckflügel wurde beschädigt. Alter, der ist mir einfach wirklich ins Heck. Zum Glück haben die Marshalls alles rechtzeitig weg. Die rutscht auf den Weißen wie ein Bekloppter. Das macht gar keinen Spaß. Ey, das ist schon wieder, das ist so dumm. Also das ist wirklich... Also ich probiere einfach Platz 11, solange es geht zu verteidigen. Das wird nicht gehen, weil jetzt gleich der DRS ja auch da ist. Trotzdem, ich probiere es und dann hoffe ich einfach auf den Safety Car. Würde mich sehr drüber freuen, wenn ich auch kommen würde. Mir wäre es egal, wann. Echt? Am besten also, so häufig wie möglich. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen.
wollte gerade sagen, so, ja, es muss nicht nur ein Safety Car, sondern auch zwei, drei oder so. Und vor allen Dingen auch echte und nicht virtuell. Ja, dann, das ist ja Lost, natürlich echte. Ich habe mein ganzes ERS jetzt verballert und die sind immer noch hinter mir. Und noch näher als vorher. Ja, das Ding ist, du holst wahrscheinlich an uns auf, aber halt vor mir, ich verliere halt den kompletten Abstand. Also wie gesagt, mich kann nur ein Safety Car retten, ansonsten ist alles scheiße. Immerhin halte ich die gerade noch weg. Gerade noch. Aber ich glaube, hinter mir hat's gekracht. Das... Ja... Oh, oh! Mein Auto ist kaputt. Da standen 5 Autos oder so. Das... Also die gelbe Flagge kam so spät. Die gelbe Flagge kam so oh spät. Mann, und plötzlich alle. Ich konnte gar nicht mehr bremsen und ich konnte aber auch nicht ausweichen. Ja, das ist halt auch genau das, was ich am Anfang von Monaco halt so gedacht habe. Es gibt ja Sachen, du kannst nichts dafür und das ist so eine Sache. Ich war mit über 200 km/h bin ich da angekommen und die gelbe Flagge war noch nicht da. Ja, kann, warum kommt kein Safety Car? Die stehen immer noch. Jetzt. Boah, das ja. Ist auch tot. Oh. Ja, wie gesagt, ich bin halt viel zu weit von denen weg gewesen. Das Einzige, was halt jetzt geil ist, ich bin auf 9. Das heißt, wenn es mir wieder gelingt, ja, halt eine Lücke aufzubauen und die nicht vorbeizulassen, vielleicht crashen sie sich ja nochmal hinter mir. Ja, dann habe ich halt wenigstens 2 Punkte. Ich meine, oder das Safety Car, gut, das ist natürlich auch durch mich gekommen, aber es wäre vielleicht auch, weil, wie gesagt, die standen da so komisch alle, es wäre vielleicht trotzdem auch gekommen, weil noch ein anderer reingefahren wäre. Ich bin halt in diesen Kurven extrem langsam und die crashen sich halt dann, Gott sei Dank mal. Ich hoffe nur, dass die hinter mir sich einfach wieder crashen. Ich fahre wie so ein Rentner einfach und das ist wirklich traurig. Es tut mir auch leid, ich will das nicht. Auch so komisch gecrashed. Ich will das ja auch gar nicht. Es ist, ich bin halt super schlecht. Guck dir das an. Ich muss das jetzt ertragen. Das sind jetzt schon 5 Sekunden. Ich weiß, es war ja vorhin auch schon 14 oder so. Komm mal mit den weißen Reifen gar nicht klar. Alter, innerhalb von einer Runde. Ja. Das ist nichts Ungewöhnliches für mich. Für dich jetzt schon, wenn du das so siehst, aber für mich ist das normal. Krass, eigentlich warst du mal Monaco-Meister. Ich bin überhaupt kein Formel-1-Meister gerade, falls es dir aufgefallen ist. Aber Alter, weißt du, wer vorne ist? Esteban Ocon ist auf Platz 1, dann Mick Schumacher, Nikita Mazepin, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Pierre Gasly, das sind die Fahrer, die vor dir sind. Ja, und? Ich komme nicht ran. Wenn du da gleiche Bolidenleistung halt eingestellt hast, weil oh Gott. Du alle anderen Guten, die an der Box waren, die hältst halt auf. Das ist der richtig. Einzige Grund. Da gab's gerade wieder gelbe Flagge. Ich hab's gesehen, weil ich mich verbremst habe. Das hängt alles auch an mir, Digga. Ich stehe absolut unter Strom gerade. Also ich hab das halbe Fahrerfeld hinter mir. Das halbe Fahrerfeld hinter mir, das ist halt irre. Wie so ein Rentner. Jetzt muss ich auch noch lachen. Ist das traurig? Leider haben die tatsächlich scheinbar gelernt und machen keine Unfälle mehr hinter dir. Ja, ich habe Angst, dass die mich irgendwie auch mal wie dich. Der will wirklich vorbei. Ich weiß, ich habe Angst, dass die mich auch mal so in die Wand rammen wie dich vorhin. Einmal 180 Grad Drehung gemacht. Aber oh Gott! Oh! Ist der dumm? Alter, dass er es da versucht, lol. Ist der doof? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Der wollte aber wirklich. Alter, hab ich mich gerade erschrocken, Alter. Junge. Ja, das habe ich auch nicht kommen sehen. Ich meine, es gab ja auch gerade bei dem Überholmanöver. Oh. Ups. Ah, Kimi Räikkönen ist an der Box und ist gleich wieder Platz 8. Der hat sich also doch was kaputt gegangen. Aber jetzt ich glaub, bin ich gleich Platz 9. Ist auch gerade was kaputt gegangen. Ja, aber der will an mir vorbei wieder. Wow. Oh, Alter. Ja, kürzt du ab, Junge. Ja, das war nur, weil ich schlitter. Da wird hart verteidigt, Junge. Das ist gar nicht witzig, Digga. Das ist gar nicht witzig. Das macht überhaupt gar keinen Spaß, gerade. Aber wenn du wirklich jeden Fahrer kaputt rammst, währenddessen er dich überholt und er dann deswegen danach an die Box muss, ist voll die gute Verteidigungstaktik. Ja, dann soll niemand nicht so dumm überholen. Oh!
Meine Reifen sind so schlecht, ich kann mit Weiß nicht fahren. Ich muss bald an die Box. Nächste oder übernächste? Das ist die Frage, soll ich noch länger draußen bleiben oder eher nicht? Ich würde tatsächlich... Oh. Junge. Es tut so weh, Digga. Oh, der erste ist gerade an der Box. So, überrunder, bitte überrunder, bitte überrunder. Das ist jetzt eine Schlange. Das heißt, und ich bin Anführender, Digga. Was ist das los? Ja, nur zwei andere fahren noch knapp hinter euch. Also. Ja, Latifi, oder? Ja, nee, glaube ich nicht. Ich will noch eine warten, danach. Ja, die gehen jetzt. Okay, dann jetzt nochmal eine richtig Hot Lap. Jetzt fahr ja. schnell. Sich verarschen, wenn ich das hinkrieg. Oh, die scheinen da. Oh, Safety Car. Yes, jetzt, yes, jetzt, jetzt musst du an die Box gehen. Da gab es einen Unfall hinter dir, weil ja. da so viele waren. Guck, genau richtig getimt. Vettel auch raus. Vamos. Ich hasse es gerade einfach. Ich hasse mein Leben gerade einfach nur noch. Das ist so anstrengend. Und es macht auch gar keinen Spaß, weil ich so schlecht bin. Ich habe jetzt schon Abstand, Digga. Das ist so ein Witz. Das Rausbeschleunigen schon ist schon ein Killer einfach. Oh Gott. Alter. Oh. Aber dein Frontflügel sieht noch ganz gut aus. Meiner ja. Aber es war schon wieder gut. Mick Schumacher. Das ist genau das Auto, was hinter dir ist. Nur das musst du durchlassen. Echt? Okay. Ja. Der Fahrer hinter dir ist. Nee, wieder! Runde. Lass ihn durch, wenn du kannst. Versuch's rauszufinden. Ja, ich gebe mir, okay. Weil ich will den nicht vorbeilassen, der was jetzt hinter mir ist, bevor ich nicht weiß, dass es keiner ist. Nikita Mazepin, der ist jetzt gerade, genau, jetzt ist auch das Auto hinter dir, was? Wieder das Auto hinter mir? Ja. Und jetzt nochmal das Auto hinter dir. Wieder? Ja. Alter. Ja, moin! Wieso will er denn jetzt vorbei? Ja, ach so, ja auch. Der war auch noch. Ja, dann sag das doch! Jetzt ist, glaube ich, fertig. Ich habe gerade keinen hinter mir. Kannst du es vorstellen? Ja, da kommen gleich. Das ist richtig. Hat das DRS jetzt aktiviert? Scheiße. DRS ist jetzt aktiviert. Oh. Das ist jetzt RIP, Digga. Ja. Das ist RIP. Ja, jetzt werde ich meinen Reifen verlieren wahrscheinlich. Ich kann mir jetzt die schnellste Runde holen. Mit den roten Reifen. Oh lol. Oh. Was ist passiert? Start gescheppert. Ah. Ja, ist mal ein Rennen, was ich nicht zu Ende fahre. Aber es ist auch nicht schlimm. Also ihr habt gesehen, was es für ein lostes Rennen war. Und dass ich das jetzt nicht zu Ende fahre, ist ja durchaus irgendwo verdient und verständlich. Bedanke mich fürs Zuschauen, aber die Gehe. Aber die Ehre. Servus.